Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind wieder beim Pro Cycling Manager 2015 und ja, es geht in die wohl alles entscheidende Etappe hier und wir versuchen natürlich heute alles klar zu machen. Rodriguez hat noch alle Kräfte, die er braucht und deswegen haben wir ihm in den letzten Etappen gerade so viel Kraft gegeben, wie nötig war. Zuletzt wurde mir da auch gesagt, ich hätte da doch ein bisschen viel Einsatz gegeben. Ich glaube eher nicht, denn wenn wir beim letzten Mal nicht mit vorne reingefahren, bin ich fest davon überzeugt, dass wir heute einen ganz guten Nachteil hätten. Also ein bisschen was aufholen müssten. Und das wollte ich natürlich nicht. Deswegen habe ich das Ganze gemacht. Gut, wir gucken uns nochmal die Etappe an. Und zwar ist es so, dass wir natürlich hier einen extremsten Anstieg haben werden. Und ich glaube nicht, dass hier im diesem absteigenden Part dann wirklich nochmal das Feld zusammenfährt. Hier werden nochmal die etwas besseren Hügel- und Bergfahrer und die vielleicht formstarken Fahrer nochmal zusammenfahren. Und hier am letzten Anstieg geht es dann nochmal darum, als sehr guter Bergfahrer sich zu positionieren. Das heißt, wir werden hier schon ab hier wahrscheinlich mit unserem Rodriguez gehen müssen. Mit wie viel Einsatz ist die große Frage? Ja, ich habe mich da so eher auf eine 75 erste Mal versteift und werde dann sehen, ob das zu viel ist oder zu wenig. Da werden wir dann noch gucken müssen. Auf jeden Fall will ich auch im letzten Anstieg dann noch gut Kraft geben können und wenn wir bis dahin halt nicht genug Kraft regeneriert haben, wird das relativ schwierig. So, wir können jetzt aber erst mal sagen, hier, hey Freunde, alles egal bis dahin. Die sollen einfach nur dranbleiben. Und hier der erste kleine Anstieg, der wird relativ gut gemeistert von den Jungs. Sind alle auf Position halten, deswegen erst einmal Ruhe im Schiff. Und vorne sind sie jetzt schon ziemlich weit weg. Also wenn man mal sieht, wir sind gerade mal fast 20 Kilometer gefahren und da sind schon sehr, sehr viele sehr weit weg. Das liegt doch daran, dass wir hier eine richtig, richtig große Gruppe haben, die hier weggekommen ist. Als Bergfahrer kann man hier Quintana natürlich sehen. Risskopf ist jetzt nicht so schlecht und Kano in der 73. Und dann haben wir hier noch Dombrowski. Meine Güte, der ist nicht schlecht drauf. Obwohl der auch eigentlich sehr viel Rückstand hat, was uns hier jetzt nicht großartig gefährlich werden wird. 7 Minuten 44 wäre also nicht so schlimm, wenn der hier durchkommt. Also wir haben im Endeffekt heute wirklich nur auf die Gesamtwertung zu fahren. Wir müssen das Ding nicht gewinnen, wenn die da vorne durchkommen sollten, was ich nicht glaube, was vorkommen kann. Wenn da die guten Bergfahrer am Ende noch zusammenhalten, die 3-4, dann kann es ja sein, dass die bis zum Berg relativ gut sind, aber ich glaube nicht, dass wir mit Rodriguez, wenn wir da in den Berg gehen sollten, an denen nicht vorbeikommen. Von daher glaube ich eher auch nicht, dass die durchgehen. Wäre, wie gesagt, heute nicht so schlimm, denn heute fahren wir auf die Gesamtwertung und da sind andere Leute gefährlicher. Wir müssen auch aufpassen, dass eben diese Fahrer nicht zu weit vorne sind. Aber wahrscheinlich wird es wieder so kommen, dass wir nicht Erste werden auf dieser Etappe. Dafür habe ich noch nicht genug Erfahrung, was solche extremen Anstiege angeht. Und deswegen nehme ich mal ganz stark an, dass wir uns zwar relativ weit vorne platzieren können vielleicht, aber den ersten Platz nicht unbedingt holen müssen oder können. Das werden wir aber sehen. So, dann würde ich sagen, es wird heute der Wasserholer sein. Nehmen wir mal Isaichev. Der ist heute eh nicht wirklich zu irgendwas zu gebrauchen, deswegen, wobei wir haben eigentlich noch Smukulis hinten drin. Der ist noch ein bisschen schlechter, was alles angeht. Den könnten wir jetzt gleich mal gehen lassen. Ja, jetzt ist gleich der nächste Anstieg. Wir lassen ihn jetzt mal gehen und gucken, ob der noch wieder ankommt. Könnte eng werden, denn wie gesagt, jetzt kommt der Anstieg und ich nehme mal ganz stark an, dass es für die Jungs schwierig wird, für die etwas schlechteren, da wirklich dran zu bleiben. Kuretkov hat hier größte Bemühungen gezeigt, fährt hier mit nach vorne und jetzt geht es erstmal in den richtigen Anstieg. Da ist Rodriguez natürlich vorne noch mit dabei. Aber ansonsten haben wir nur noch Kuretkov, der da wirklich vorne mithält. Und ansonsten sieht schon böse aus mit den Jungs. Auch Kuretkov jetzt hier nur noch im Mittelfeld sozusagen. Isaichev hat da hinten schon zwei Jungs versorgt mit Wasser, aber das ist es dann auch. Und wir bilden fast schon das Schlusslicht des Feldes mit unseren Fahrern. Nach dem Anstieg kommen die vielleicht nochmal ran, die Jungs, aber danach wird es dann nicht mehr möglich sein, mit den Jungs ranzukommen. Da ist schon wieder ein Fahrer gegangen, wie es aussieht. Nee, es klüftet sich langsam dieses Feld hier vorne auseinander. Die zwei besten Bergfahrer werden wahrscheinlich jetzt gehen. Kano und Dombrowski genau. Und als nächstes werden die etwas besseren Bergfahrer noch da sein. Das ist hier Quintana,
den Nichel, den habe ich gar nicht gesehen vorhin. Und Freyle. Und dann geht's schon immer wieder weiter runter. Risskopf und der hier, die würden auch noch mithalten können, denke ich mal. Aber die hier werden dann im Berg nicht mehr gut genug sein. Haben halt hier 62 Berg. Und 53 Berg. Also da ist klar, warum der nicht mitkommen kann. Und die ersten fallen zurück. Das wird bestimmt Isaichev sein. Weißtrüm, Isaichev und Kuznetsov. Haben natürlich alle jetzt nichts Großes zu reißen hier auf der Etappe. Werden auch nach diesem Berg wahrscheinlich wieder vorne ranfahren. An das Feld hoffe ich zumindest, während hier vorne Rodriguez immer noch dran ist. Und so weit weg ist es jetzt nicht mehr zu dem ersten Ausreißer da vorne. Die nächsten lassen sich zurückfallen hier. Morganov, das ist eigentlich nicht geplant, wenn man mal ehrlich ist. Kochetkov kann mal Wasser holen für die Gruppe da vorne, die beiden. Das sind eigentlich nur noch die, die jetzt kein Wasser haben. Morganov kann mal mit danach ein bisschen mehr gehen. Na 75, dass er da vorne wieder anfährt. Der muss es jetzt hier nicht zurückfallen, also das ist nicht unbedingt nötig. Wenn jemand mit einer 75 im Durchschnitt fährt, dürfte da vorne wieder rankommen, locker. Ja, und es zählen ja anscheinend nur die 3 bis 4 besten Fahrer, was mir wieder gesagt wurde. Das heißt, es ist nicht wirklich wichtig, dass er hier... Warum konnte denn hier unser Koretkov nicht so durchstarten? Könntest du mal auch ein bisschen schneller fahren? Das wäre super. Guck mal, da vorne sollst du hin. Lässt du dich einfach mal komplett hier links rausfallen. Und dann kommst du da viel schneller ans Ziel. Als wenn du hier hinten irgendwo rumguckst. Guck mal, das geht doch viel schöner und schneller. Dann bist du auch noch vorm Berg da. Alles klar. So, Morganov, den nehmen wir hier vorne mit ran. Dann haben wir noch unsere 3 besten Fahrer im Feld drinne. Und wie gesagt, anscheinend sind es wirklich nur die ersten 3, die daran fahren. Bis Beiström. Ah ja, kommt Jungs. Das kriegt ihr nochmal hin, da vorne reinzufahren. Das kriegt ihr zugefahren, das Stück, das glaube ich. Das geht nochmal. Kurz vorm Hügel wird, werdet ihr das bestimmt nochmal schaffen hier. Genau. Und jetzt könnt ihr euch eigentlich hier vorne wieder zur Ruhe setzen. Sollen hier eigentlich nur mit einer 65 mitradeln. Dann ist schon wieder alles in Ordnung. So, und hier vorne ist jetzt hier Castro Viejo gegangen. Der will anscheinend wieder die Bergpunkte dieses Aufstiegs haben. Ich nehme an, dass er die auch bekommen wird. Allerdings sind die Heroikwertungen und das Ganze ist natürlich um einiges wichtiger. So, jetzt gehen natürlich unsere Bergfahrer wieder, oder unsere etwas schlechteren Bergfahrer wieder nicht mit. Kopetkov hier können wir mit einer 70 reinnehmen. Ist ja im Berg noch der zweitbeste. Und wo ist er denn? Morganov, der ist hier vorne noch drin. Hat Glück, dass er vielleicht im ganzen Pult mitfährt. Ist der zweitbeste Bergfahrer, der könnte ja auch eventuell noch drüber kommen, aber es ist nicht unbedingt wahrscheinlich. Wir bleiben mit Rodriguez jetzt erst einmal dran hier, die anderen Jungs. Wir müssen ohne uns auskommen, das ist so. Und wie gesagt, hier wird jetzt erstmal auch noch nicht so viel passieren. Wir bleiben erst einmal dran. Kümmern uns auch nicht um die Punkte, die da vorne vergeben werden. Und die Jungs fallen jetzt allesamt zurück. Ich denke mal, da ist jetzt gar keiner von uns dabei. Doch Morganov ist noch da. Kochetkov ist schon zurückgefallen. Zusammen mit seinem Freund Kochetkov mit Kurzonchuk. So rum. Ja, eigentlich ist Kochetkov hier in der Lage, da wieder ranzufahren in der kleinen Enge da. Aber ich sag mal ganz ehrlich, es ist nicht wirklich wichtig, ob er das nun schafft oder nicht. Wir wollen mit denen jetzt hier nicht großartig Kräfte verdaddeln. Wir können auch mit der 65 gehen, ganz ehrlich. Bevor wir denen jetzt hier die Kräfte runtermachen, für nix und wieder nix, denn die werden am Ende eh nicht wirklich was reißen können, lassen wir das lieber. Man sieht es hier bei Morganov, der hat nicht mehr allzu viel im Tank, kann so gerade so noch mithalten mit der Gruppe. Ist also nicht nötig, dass er sich da unnötig fertig macht. Er wird jetzt gleich auch hier mit zurückfallen in die nächste Gruppe, nehme ich mal an. Und da vorne hat jetzt der Bergwertungsführende aufgeschlossen. Den sollten wir natürlich nicht durchkommen lassen, das ist ganz klar. Aber das sind auch nicht die besten Bergfahrer, die da fahren, muss man auch dazu sagen. Boaro ist schon ein relativ guter, aber ist eher ein Hügelfahrer. Und Niemirk, wo sind sie denn hier? Contador, Morte, das sind die Jungs, auf die wir heute achten müssen. Van Garderen, Nibali, das sind die Jungs, die heute hier wahrscheinlich viel reißen werden.
Und die Seitchef kann hinten mal Wasser holen. Sollen uns ja nicht hier verdursten. Kuchretkov ist ein bisschen besser dran, deswegen muss Kurzenschuk Wasser holen. Dann nehmen wir hier hinten die nächste Gruppe, da dürften alle anderen sein, oder? Genau. Smukulis holt Wasser. Achso, der ist mit Isaichev zusammen, dann braucht er hier nicht Wasser holen. Und vorne sind nur noch Rodriguez und Borganov. Ist die Frage, ob der da überhaupt schafft, ranzufahren. Oh, da ist ein Sturz. Ein Glück sind wir nicht erwischt worden. David Formalo. Da gucken wir uns mal ganz schnell an, wer da gestürzt ist. Nicht, dass hier irgendeiner der Favoriten gestürzt sein wird. Wer steht denn hier rum? Uiuiui, das ist ein ganz schöner Sturz jetzt hier. Könug, oha. Romano ist auch ein relativ guter Bergfahrer. Stamina ist auch kein schlechter. Cartenio, also das sind alles auch relativ gute Bergfahrer. Hirt und Amador. Ja, gut, ob das jetzt Kräfte kostet, wissen wir nicht, werden wir sehen. Aber in jedem Falle für uns nicht unbedingt was Negatives, wenn die da stürzen. Natürlich, wenn sie sich nichts getan haben. Aber es ist ein Spiel. Ganz ehrlich, da kann es uns egal sein, ob die sich jetzt da was getan haben, verletzt haben oder sonst sowas. In der Realität wünscht man das natürlich keinem. So, jetzt geht's hier wieder in die leichte Senke. Wir gucken mal lieber, dass hier vorne nicht noch wer fährt. Ne, das sind jetzt 4 Minuten Vorsprung. Die sind alle Male noch einholbar in so einem Berg. Wenn wir da zur rechten Zeit gehen. Ist bloß die Frage, wo genau wir gehen werden. Und da ist Borganov, der das Wasser vorbringt. Kann also vorne noch mithalten. So, Kuchetkov wäre der Nächste, der hier mithalten könnte. Deswegen sind die beiden hier als Nächstes in unserem Fokus. Sind jetzt auch nicht so viele, 16 Mann. Wollen wir den nochmal versuchen lassen, da ranzufahren? Ich riskiere es nicht. Dann haben wir lieber die Teamwertung verloren und gewinnen die Gesamtwertung. Als andersrum. Rodriguez. Und sogar Borganov, der hier noch ein bisschen mithalten kann. So cool ist, hat jetzt plus 1 Tagesform. Oh, Rodriguez hat plus 4, das sieht super aus. Und wo ist unser Borganov? Der hat minus 2, das wird halt sowieso nichts mit dem. Das glaube ich mal. So, und dann müssen wir kurz abwarten, bis hier das Feld so ein bisschen weiter vorgekommen ist. Vorne hat man immer mehr Rückstand. 3 Minuten noch was hinter uns sind jetzt unsere nächsten Fahrer. Und der Anstieg wird langsam stärker. Das heißt, Rodriguez wird jetzt langsam ein bisschen mehr Kraft brauchen. Oh, da ist Kurzenschuk. Die sind also von alleine schon rangefahren. Das heißt, Kuchetkov wird wahrscheinlich auch rangefahren sein. Hat jetzt hier auch den Anschluss gefunden. Es wundert mich, dass er hier als Zweiter ankommt. Kurzenschuk ist nicht ganz so stark im Berg. Aber das macht jetzt nicht unbedingt viel aus, was die an Werten haben. Kurzenschuk ist heute bei der Tagesform plus 2 und Kuchetkov hat plus 3, also eigentlich sind die beide sehr gut drauf heute. So, wir gehen noch nicht, der kann noch gehen da vorne. Niemek, der ist auch sehr gut im Berg, aber wir lassen uns noch ein wenig Zeit und gehen erst, wenn der Berg ein bisschen steiler wird. So, jetzt ungefähr sind wir fast da. So. Hier dürften wir jetzt langsam rauskommen. Wir gehen mit einer... Wir müssen kurz angreifen, damit wir rauskommen. Und bleiben dann... bei einer 75 draußen. Und eine Minute Vorsprung. Sollte was werden. So, Borganov. Und hier hinten sind sie nicht weit weg. Unsere nächsten Jungs. Die können da sogar nochmal ranfahren. Aber wie gesagt, bringt uns nicht wirklich viel. Wir können jetzt hier auch mal mit einer 70 fahren, die sind ja jetzt schon relativ hoch im Berg angekommen. Also was heißt relativ hoch, aber die sind schon über einen gewissen Punkt hinaus. Man wird aber gleich sehen, wie die zu kämpfen haben. So, jetzt ist die Frage, geben wir Borganov nochmal eine 70 mit? Über diesen Berg sollen wir noch drüber kommen und dann werden wir uns Wasser holen, je nachdem wie lange das jetzt dauert. Und Kurzenschuk geben wir auch nochmal eine 70. Und, ne, nicht Kuznetsov, Kuznetschuk, der ist, den hatten wir schon, alles klar. Da ist Kochetkov. Ja, diese ganzen Kokokos hier, das ist ein bisschen verwirrend. So, 17 Sekunden haben wir noch Rückstand auf den Kollegen hier. Auf Niemek, der eben gestartet ist.
Rodriguez hat jetzt erst einmal Jemek eingeholt und überholt den auch, aber er bleibt dran. Das ist nicht unbedingt gut, denn er kann für uns jetzt keine Führungsarbeit hier im Berg machen, sondern ist einfach nur Mitfahrer. Wir müssen dann eben in dem absteigenden Part wieder so viel an Kraft gewinnen. Schon ganz schön heftig. So, wir fahren jetzt mal mit einer 70, das wird wohl besser gehen, als wenn wir hier mit einer 75 durchrattern. Kriegen trotzdem die Jungs da vorne einigermaßen eingeholt, auch wenn wir nach hinten hin jetzt nicht so viel gut machen. Wir kommen vorne ran und das ist wichtig. Rodriguez darf allerdings nicht seine ganzen Kräfte hier verknallen an den Berg, sonst kommt er im Anstieg nachher am Ende nicht mehr durch. Das ist nicht das, was wir wollen. So, wir werden jetzt schon mal Dritter im Berg, wie es aussieht. Wir sind sogar Zweiter im Berg. Haben jetzt allerdings so gut wie keine Kraft mehr. 0,9 Kilometer, das kommt uns gerade recht. Nach dem Berg müssen wir erstmal ein wenig die Kräfte zurückfahren. Das sollten wir jetzt dann tun, damit hier nichts mehr schief geht. So, 60 ist hier gesagt. Einfach mal gut Kräfte regenerieren hier an diesem absteigenden Part. Häng dich mal daran, wenn du das hinkriegst. Einfach dranbleiben und gut ist. So, vor uns sind anscheinend noch Leute. Sind da wieder welche gegangen jetzt? Ja, anscheinend. Castroviejo. Wir gucken einfach mal durch, wer jetzt hier in der Gesamtwertung relativ weit vorne ist. Der hat 5 Minuten Rückstand. Dombrowski. Und der hier ist sehr, sehr gefährlich. Atacado hat nur 1 Minute 20 Rückstand. Genau wie natürlich hier Contador, nur 43 Sekunden. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier vorne mitfahren müssen auf jeden Fall. Organov. So, wir holen uns nochmal ganz schnell Wasser, würde ich sagen, bevor die uns abhängen. Gucken wir hier hinten, was hier los ist. Morganov ist hier in was für einer Gruppe? In einer relativ kleinen. Wasser holen. Bokretkov ist noch weiter hinten. Und Kurzentschuk ist weiter vorne. Das heißt, die haben sich hier alle so ein bisschen aufgeteilt. Und hier hinten, nehme ich mal an, die haben sich auch einigermaßen gesplittet. Es geht hier wirklich... Nee, haben sie nicht. Es geht hier wirklich nach den Bergwerten. Isaychev ist noch weiter hinten. Ne, der ist ja auch drin, bitte. So, Rodriguez, wie sieht's aus? Du brauchst Kräfte. Du musst langsam mal ein bisschen regenerieren, Junge. Da muss mehr kommen. Die Jungs da vorne machen keinen wirklichen Vorsprung mehr. Kriegen nichts mehr rausgefahren, also super für uns. Sind jetzt bei einer Minute Vorsprung. Jetzt geht's wieder ein bisschen bergauf für die Jungs da. Für ihn hier. Für Dombrowski. Aber die haben jetzt keinen großen Vorsprung. Es wäre nicht schlimm, wenn die so ins Ziel kommen und wir mit der Gruppe hier reinkommen. Da ist niemand vor uns, der uns jetzt in der Gesamtwertung gefährlich werden kann. Wie gesagt, die Etappe müssen wir nicht gewinnen. Wir müssen allerdings mit dieser Gruppe hier ins Ziel kommen und Contador sollte hinter uns sein. Das wäre schon mal nicht schlecht. Morte natürlich auch wieder hier in der Gruppe drinne. Van Garderen, Atacada, eigentlich fast alle, die ich gesagt habe. Denifel und Bardet, der ist Zweiter, nee, Dritter in der Gesamtwertung, wird danach wohl Zweiter werden. Matthews ist hier, glaube ich, nicht mit dabei. Können wir mal gucken, wo Matthews sich gerade aufhält. Warte mal, nee, Morte war es. Könug sogar noch relativ weit vorne wieder. Aber Matthews ist auf jeden Fall nicht zu sehen. Das heißt, er wird ein bisschen Rückstand hier bekommen auf der Etappe. Der ist nämlich kein guter Bergfahrer. Ju, wen haben wir hier noch drin? Vorganov. Kannst mal ein bisschen mehr Einsatz gehen, wenn ich ehrlich bin. Machen wir mal den hier. Und Kuchetkov ist ja noch ein bisschen besser. Hat es jetzt auch nicht mehr so weit. So, und wir verfolgen jetzt Rodriguez. Ganz wichtig, dass wir jetzt nicht wieder alles andere machen, nur nicht das Wichtigste von allem. Nämlich den im Auge behalten, der uns hier eventuell den Toursieg holen könnte, wenn dann alles positiv läuft. Und wie gesagt, wir kümmern uns nur darum, hier diese Gruppe zu dominieren, nicht zu gewinnen. Das kann gerne passieren, aber ist nicht unser Hauptaugenmerk. Denn wenn wir jetzt wieder früher losstarten, als wir sollten, dann machen wir nichts wirklich gut, sondern alles eher schlecht. So, bleib bitte hinter Contador. Und da gehen schon ein paar Jungs. Basvel und Kreuziger. Der ist schon mal ziemlich weit vorne. Der geht aber noch nicht weg. Gut. Wir sollten auch noch nicht gehen. Wir wollen erst im Anstieg nachher noch wieder ein bisschen reinhauen.
der Nifel. Und jetzt fahren hier schon einige wieder rein in das Feld. Also hier sind schon wirklich viele wieder dabei. Barguil, alle guten Bergfahrer sind hier wieder vereint. Es war ja klar, ich habe es ja gesagt, es wird ein Großteil der guten Bergfahrer es schaffen, hier auch wieder drüber zu kommen. Und das ist der Fall. Alles, was Rang und Namen hat, was Berg angeht, ist hier mit im Feld. Das war von vornherein abzusehen, dass das so kommt. Es gibt hier eigentlich niemanden, der unter einer 70 im Berg ist. Wobei, ne, war nicht unter 70. 70, der hier ist noch Tankink. Und der Rest hat alles wirklich über 70 Bergwert. Und hier vorne, 2 Minuten vorne, ist Castavejo. Der ist aber nicht so weit vor den anderen und der Gesamtwertung nicht wirklich relevant. Deswegen nicht so wichtig. Rodriguez. Zwiedel, den nicht hier gehen lassen. Und mit Rodriguez nehmen wir jetzt schon mal unseren Riegel. Und gehen jetzt mal mit einer 70 hier mit. Nicht, dass wir hier vorne den Anschluss verlieren sollten. Und sobald der Anstieg losgeht, das ist jetzt gleich der Fall. Wir gucken hier auf die Prozente. Da geht es dann gleich los. Jetzt dürfte es losgehen mit dem Anstieg. Werden wir uns hier verabschieden aus dieser Gruppe. Und mit einer 80 erste Mal, würde ich sagen, rausgehen. Sollen hier nur ein bisschen was reißen. Ich glaube, das ist Contador, der neben uns fährt. Hauptsache, wir kommen hier ein bisschen weg von denen hinter uns. Und jetzt gehen wir hier mit einer 75 weiter. Contador ist immer noch da und Atacado kommt ebenfalls mit. Das ganze Feld bleibt einigermaßen hinter uns. Aber wir fahren vorweg. Ob das so sinnvoll ist, werden wir sehen. Aber wir haben auf jeden Fall einen minimalen Vorsprung auf das Feld. Den haben wir jetzt nicht mehr. Contador fährt jetzt vor uns. Der darf nicht vor uns ins Ziel kommen. Das ist wichtig. Immer mal hier blocken die Jungs. Da kriegen wir gerade nicht hin. Contador sprintet sich hier einen ab. Wir müssen nochmal mehr gehen als diese 75. Sonst wird das nichts heute. Wie gesagt, Contador, den dürfen wir nicht gewinnen lassen. Alles andere ist eigentlich fast unwichtig. Wir gehen mit der 85. Wir müssen das Ding hier in der ersten Gruppe beenden. Alles andere ist unwichtig. Da vorne, der kann das ruhig gewinnen. Er darf seine Etappe hier sehr gerne holen. Aber wir müssen hier mit den Jungs ins Ziel kommen. Dann ist alles in Ordnung. Wir gehen eine 90 Einsatz. Wir sollten sogar mehr gehen als die 90, würde ich sagen, oder? Wir gehen die 95 Einsatz. Wir gehen die 95 Einsatz und ist das zu hoch gepokert? Noch können wir. 0,8 Kilometer. Der da vorne ist dabei zu gewinnen. Der wird's holen. Wir sollten allerdings nicht so hoch gehen. Kommen am Ende nicht. Doch, kommen wir als Zweiter, kommen wir ins Ziel. Und das mit ein bisschen mehr an Ausdauer, als wir bräuchten. Von daher können wir hier gut zufrieden sein. Wie gesagt, das war wichtig, dass wir hier das Ding nicht gewinnen, sondern einfach vorne mit drin bleiben. Das heißt, in der Gesamtwertung sind wir weiterhin vorne und der Junge, der da vor uns war, hat minimalen Vorsprung gehabt auf die Gruppe. Deswegen ist das nicht schlimm, was er da gemacht hat. Und wir gucken mal, Warganov ist halb tot, das hätten wir mal lassen sollen hier. Da fährt man mit einer 65 weiter. Kuzenschuk ist der jetzt hinter denen? Nee. Kuzenschuk fährt hier rum. Der kann mal mehr gehen. Mit einer 75 Riegel schlucken. Und der geht ebenfalls, oder ist schon bei der 75. Den lassen wir mal lieber bei der 65 jetzt. Und der kann mal auch seinen Riegel schlucken. Und ansonsten geht es natürlich hinten weiter mit den letzten 4 Mannen hier. Die sind sogar noch 8 Kilometer vor Ende. Die lassen wir einfach so, würde ich sagen. Da wird nicht mehr allzu viel schief gehen. Können alle nochmal ihren Riegel reinhauen hier. Und dann geht meinetwegen nochmal mit einer 75 hier raus und zeigt nochmal, dass ihr ein bisschen was könnt. Ich glaube eher nicht, dass das so ist, aber so tun als ob, das könnt ihr bestimmt. Den schlechtesten Bergfahrer nochmal richtig zeigen, wer da der Allerschlechteste ist. Das werdet ihr noch hinkriegen. 2 Kilometer jetzt noch hier für Smokulis und die machen nochmal ein bisschen Tempo. Ja, künstlich das Ganze hier hochschaukeln. Natürlich könnte man hier die Kräfte sparen, das ist vollkommen egal, was die hier reißen, aber warum denn nicht? Einfach mal ein bisschen zeigen, dass die auch ein bisschen motivierter sind, keine Ahnung. Vor allen Dingen ist das dann hier vielleicht ein bisschen schneller beendet, das ganze Drama. 6 Kilometer noch für den Kollegen hier, Lampard.
Und ich hatte ja gedacht, dass bei einer Dreiviertelstunde die Jungs qualifiziert werden, aber es ist, glaube ich, nicht der Fall, dass da wirklich schon einer disqualifiziert wurde. Von daher wird auch heute keiner disqualifiziert. Und heute erreicht auch keiner die Dreiviertelstunde-Marke hier. Jetzt sind sie gerade mal bei 39 Minuten. Gut, also Castrejejo kriegt hier die Etappe und damit auch wohl die Bergwertung. Am Ende dafür Rodriguez hier mit dem zweiten Platz und weiterhin führender in der Gesamtwertung. Contador, sein stärkster Widersacher. Bardet wird da hinterherkommen und so weiter. Nibali wird bestimmt noch mit vorn rangefahren sein. Und wie hieß der andere Kollege? Attacora oder wie auch immer der hieß, der ist auf jeden Fall auch mit dabei. Gucken wir uns die Siegerehrung an, da werden wir es sehen. Wer hier noch mit reingefahren ist, Castrejejo erster, wir sind zweiter, Nibali ist dritter, TJ van Garderen ist vierter, Contador, Morte und Bardet, das sind die, die auch in der Gesamtwertung noch relevant sind. Das heißt, es bleibt in jeder Hinsicht spannend, ja, das sind alles Leute, die genau hinter uns rangieren, auf die wir keine Zeit verloren haben, ja. Ich wurde zuletzt gefragt, warum bin ich in der letzten Etappe da noch vorgeballert? Genau aus dem Grund bin ich da vorgeballert, damit wir hier einen Vorsprung von 43 Sekunden behalten. Beziehungsweise bekommen. Vorher war ja Matthews noch vorne, aber der hat hier sehr, sehr viel Zeit verloren und das ist wichtig gewesen, ja. Also hätte ich das hier nicht gemacht bei der letzten Etappe, wären wir jetzt hier nur 20 Sekunden oder so vor Bardet. Und deswegen haben wir da das Richtige gemacht. Die Punktegewertung, da führen wir immer noch mit Rodriguez, ja. Das ist kein Sprinter, aber naja, bleiben wir halt vorne. Es gibt auf der letzten Etappe nochmal eine richtig hügelige, wo wir mit Rodriguez auf jeden Fall vorne mit drin bleiben müssen. Ansonsten heißt es jetzt nur noch mit dem Feld ins Ziel kommen, da wird dann nichts schief gehen. Denn das sind alles keine Sprinter, die hier vorne in der Gesamtwertung sind. Das sind alles Bergfahrer. Castrejejo ist jetzt hier auf dem ersten Platz. Wir sind auf Platz 4, haben keinerlei Chance mehr. Der wird das Ding gewinnen. Hat die beiden größten Bergwertungen, die jetzt eben durch diese Etappe gefahren wurden, als erster überstanden. Und ist deswegen hier schon jetzt Bergsieger. Und ansonsten, bester Nachwuchsfahrer, da haben wir wieder nichts in petto. Teamwertung sieht bei uns immer noch nicht gut aus. Da haben wir einfach nur Rodriguez dabei. Die anderen Fahrer haben eigentlich keinerlei Ambitionen, hier überhaupt irgendwo dabei zu sein. Das sind alles eigentlich nur Unterstützer für unseren Kapitän. Und deswegen ist das gar nicht schlimm, dass die irgendwo weiter hinten platziert sind. Gut. Sind die denn ganz hinten? Ja, die sind schon ziemlich weit hinten, ne? 157. 55. und 54. Und dann ist hier nochmal 145. Kurzonschuk. Dann haben wir... Wo haben wir denn den nächsten? Kochetkov. Hatten wir hier noch einen zwischen? Nee. Kochetkov auf der 88 mit schon 17 Minuten fast Rückstand. Und Vorganov mit 12,5 Minuten auf Platz 70, das ist dann wirklich nicht viel, ne? Also da kann man in der Teamwertung nicht viel verlangen. Gut, die nächsten Etappen sehen wie folgt aus. Eigentlich eine, ja, wenn man es so nimmt, fast ebene Etappe, weil man muss nur hier dranbleiben und auch hier dranbleiben. Da müssen wir auch nicht ausreißen oder so, sondern einfach nur vorne mit fahren und gucken, dass keiner weit ausreißt. Und dann am Ende hier mit dem Sprint ins Ziel kommen. Sollte nicht die große Herausforderung darstellen. Das hier ebenfalls nicht, weil wir am Ende nochmal eine richtig lange Strecke haben, auf der wir hier rankommen können. Das sind beide sehr, sehr lange Etappen hier mit 200 Kilometern fast. Und am Ende gibt es da nochmal eine kleine Rundfahrt hier am Ende. Also so ein paar Runden, die man hier fährt. Da sieht man daran, dass das immer dieselben Hügel sind. Da ist es dann oftmals auch möglich, mit Fahrern hier so weit ranzufahren, dass man dann hinten an dem anderen Feld dran ist. Wenn das hier wirklich nur eine Runde sein sollte, und das sieht ganz danach aus, da sollten wir mal probieren, mit dem Fahrer genau das zu schaffen. Dann ist es nämlich möglich, auch den Sieg hier auf dieser Etappe zu holen. Müssen wir mal gucken, was wir für einen guten Hügelfahrer haben. Und ja, hier, wie gesagt, müssen wir auch dranbleiben mit Rodriguez vorne. Und das dürfte dann auch für den Gesamtsieg reichen, wenn wir hier keine großen Fehler machen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Shuto.